Hallo und willkommen zum vierten Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Wir schauen uns heute das Rechnen mit Wahrscheinlichkeitstabellen an und leiten uns die Formel für die Binomialverteilung her. Beginnen wir dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben zuletzt eine Formel für die Wahrscheinlichkeit pk, dass genau k Sechser gewürfelt werden, aufgestellt. 10 über k, das sind die Anzahl der Pfade für 10 Würfe mit genau k Sechsern. 1 Sechstel hoch k, das sind unsere Sechser. Und 5 Sechstel hoch 10 minus k, das sind die übrigen Nicht-Sechser. Wir sollen jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wir 3 Sechser unter 10 Würfen bekommen. Das heißt, wir setzen in unsere Formel 3 ein. P von x ist gleich 10 über 3 mal 1 Sechstel hoch 3 mal 5 Sechstel hoch 10 minus 3. Allgemein berechnen wir den Binomialkoeffizienten, falls es dein Taschenrechner nicht kann, händisch so. N über k ist gleich n Faktorielle durch k Faktorielle mal n minus k Faktorielle. Das bedeutet eingesetzt, wir haben 10 über 3 ist gleich 10 Faktorielle durch 3 Faktorielle mal 10 minus 3 Faktorielle. Ausgeschrieben ist es alle Faktoren bis hin zu 10. Das heißt 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und das Ganze natürlich auch im Nenner. Dir fällt sicher gleich auf, da kann man einiges kürzen. Das machen wir auch. Also wir kürzen so weit wie möglich und erhalten am Schluss, es gibt insgesamt 120 Pfade, wie unter unseren 10 Würfen unsere 3 Sechser angeordnet sein können. Das heißt, das können wir gleich einsetzen. Also 120 mal 1 Sechstel hoch 3 mal 5 Sechstel hoch 7 und es ergibt uns ungefähr 15,5%. Diesen Wert tragen wir uns auch gleich in die Tabelle ein. Also 15,5%. Das deckt sich auch mit dem hier gekennzeichneten Wert. In etwa 16%, also 0,16 für die Wahrscheinlichkeit. Das passt ganz gut mit unserem Wert zusammen. Wir können jetzt diese Werte aus der Tabelle verwenden, um näherungsweise die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten in den folgenden Beispielen zu berechnen. Die Zufallsvariable x ordnet jeder Ergebnisfolge die Anzahl der Sechser zu. Statt p von 6 plus p von 7 plus p von 8 p plus 9 plus p von 10 können wir auch kurz p von x Größe gleich 6 schreiben. Also die Zufallsvariable soll mehr als 6 oder 6 Sechser annehmen. Berechnen die Wahrscheinlichkeiten. Beginnen wir mit dem ersten. P von x ist kleiner gleich 1. Da kommen keine Sechser in Frage oder ein Sechser. Das sind die zwei Fälle, die mit diesem Fall zusammenhängen. Das heißt, wenn wir hier einsetzen, erhalten wir ungefähr 48,45%. Für den zweiten Fall schauen wir uns an die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner als 3 annimmt. Das heißt, wir können keinen Sechser, einen Sechser oder zwei Sechser erwürfeln. Dir fällt sicher auf, dass diese ersten beiden Komponenten genau das ist, was wir gerade berechnet haben. Das heißt, das können wir gleich weiterverwenden. P von x kleiner gleich 1 plus P von x ist gleich 2. Insgesamt kommen wir auf ungefähr 77,52%. Für den letzten Fall, P von x ist größer gleich 3, haben wir p von x ist gleich 3, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 3 Sechser erwürfeln, 4 Sechser plus alle dazwischen bis hin zu 10 Sechsern. Du siehst, das ist relativ lang. Kürzer rechnen wir uns das mit der Gegenwahrscheinlichkeit aus. Also die Wahrscheinlichkeit 100% minus p von x ist kleiner gleich 3. Und wir erhalten ungefähr 22,47%. Abschließend sollen wir uns das überlegen. Die Zufallsvariable y gibt die Anzahl der Sechser bei n Würfen an. Stell die Formel für die Wahrscheinlichkeit auf, dass sich unter n Würfen genau k Sechser befinden. Die erste Komponente, n über k, beschreibt die Anzahl der Pfade, welche bei n Würfen genau k Sechser beinhalten. Mal einem Sechser hoch k, ein Sechstel hoch k, die Wahrscheinlichkeit k Sechser zu erwürfeln, mal 5 Sechstel hoch n minus k, die Wahrscheinlichkeit unter n Würfen, n minus k mal keinen Sechser zu würfeln. Und das ist dann die allgemeine Darstellung, wie wir unter n Würfen genau k Sechser beschreiben können.